Aus dem 20. Stock des Atlantikhauses mitten in Hamburg versinkt die abendliche Elbmetropole in Millionen von Lichtern. Die Grenzen weiten sich aus und verschwinden. Es ist keine Stadt mehr im gewöhnlichen Sinne, es ist eine Metropole. Und diese wächst ständig. Hier an der Elbe schlägt Tag und Nacht das unermüdliche Herz der Metropolregion. Doch ihre Tore sind weit entfernt. Das Neueste davon öffnet sich demnächst in Schwerin. Somit wird eine weitere Brücke in den deutschen Norden geschlagen. Welche Rolle soll künftig dieses Bindeglied im gesamten wirtschaftlichen Kreislauf der Metropolregion spielen? Welche gemeinsamen Wege werden Hamburg und Westmecklenburg gehen? Diesen wichtigen Fragen wurde das Zeitgespräch am Montagabend gewidmet. Diese Metropolregion hat eine ganz andere Ausstrahlung als eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, denn hier leben 5 Millionen Menschen und deshalb kann man auch aus dem Ausland oder so kann man Leute noch eher in unser Land bekommen, wenn man sagt, wir sind Teil der Metropolregion Hamburg. Selbst aus der Erdumlaufbahn ist das strahlende Lichtermeer an der Elbe gut zu erkennen, das Schweriner Schloss nicht. Um die Investoren auf sich aufmerksam zu machen, muss Westmecklenburg große Synergien entwickeln und gute Beispiele zeigen. Eines der stärksten davon ist die Ansiedlung von Nestle in der Landeshauptstadt. Jetzt gibt es beste Referenzen für den Standort von höchster Managementebene des Konzerns. Weil wir auch sehr gute Infrastruktur auch von der Stadt angeboten bekommen haben, weil wir auch die Unterstützung dort auch bekommen haben und weil wir dort auch sehr viele Leistungen auch mit der Stadt und mit dem Bundesland auch gewährleisten konnten. Eingeladen hat die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landes Invest in MV. Über 200 Gäste aus der gesamten Metropolregion Hamburg sind der Einladung gerne gefolgt. Der Haupttenor des Abends, Westmecklenburg kann und muss von Investoren neu entdeckt werden. Von einer Goldgräberstimmung ist noch nicht die Rede, doch das Nestle-Beispiel hat bereits im Alpenland für eine gute Resonanz gesorgt. Wir waren letzte Woche in der Schweiz und da hat uns einer der Investoren, die auch in Schwerin investieren werden, die Firma Ypsomed, da hat uns der Chef gesagt, egal was er sich in Mecklenburg-Vorpommern angeschaut hat, er hat sich viele Standorte angeschaut, bei jedem Bürgermeister hatte er in den Augen gesehen, dass er noch Unternehmen möchte und dass es in Mecklenburg-Vorpommern noch eine Lust gibt, neue Unternehmen anzusiedeln. Die Reeperbahn, unmittelbar vor Beginn einer neuen Nachtschicht. Der Straßenname ist schon lange eine internationale Marke, die keine Werbung mehr braucht. In diesem Vergleich ist MV noch fast komplettes Neuland. Die Mitgliedschaft in der Metropolregion verspricht ein erfolgreiches Branding, ohne eigene Identität zu verlieren. Die Neugier gegenüber einem Bundesland, das im Norden liegt, das so in der Nähe der Metropole von Hamburg ist und deswegen auch wirtschaftlich außerordentlich interessant ist, da findet man sehr schnell sehr viele offene Ohren und auch Sympathie. Doch nicht nur positive Signale sendet Mecklenburg-Vorpommern in die weite Welt hinaus. Der jüngste politische Durchbruch der AfD im Landtag ist mit Sicherheit keine gute Werbung für das Land. Es ist ja kein Vorteil, dass MV sich dem europaweiten Aufstieg der Populisten anschließt. Was hilft gegen den Imageschaden? Die beste Antwort, die man darauf geben kann, ist letztendlich Wirtschaftswachstum, attraktive neue Jobs, gute Angebote in der Ausbildung, sodass man das Gefühl hat, dass man auch sich selber persönlich entwickeln kann. Und dann werden sich auch andere Dinge regeln aus meiner Sicht. Sich Weitblick zu verschaffen, deshalb kamen Unternehmer aus der Metropolregion Hamburg im 20. Stock des Atlantikhauses zusammen. Das strahlende Lichtermeer soll sich Welle für Welle weiter östlich bewegen. Dann wird vielleicht auch Schwerin irgendwann mal aus der Erdumlaufbahn erkennbar sein.